Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zu Panzer Corps 2 aus dem Hause Slytherin. Dieses Game wird am 19. März released und seit heute ist das Embargo gefallen, so kann ich euch hier ein bisschen Gameplay zeigen. But first of all, I want to say thank you to my friend Paolo and the whole Slytherin crew for this promotional copy of this good-looking game. I wish you good luck to master this coronavirus, and please stay healthy down there in Milano. All my thoughts are with you guys down there in Italy. Okay, so viel dazu, das musste einfach mal sein. Ich habe die letzten Tage viel an den guten Paolo gedacht. Slytherin sitzt ja in Mailand und besonders der Norden Italiens ist ja sehr von der Corona-Krise betroffen und von daher habe ich mir die letzte Zeit einfach viel Gedanken gemacht um die Jungs da unten. Ich hoffe mal, ihnen geht's allen gut. So, jetzt aber hier mal zum Gameplay. Ist noch auf Englisch das Spiel, das wird dann aber bei Release auf Deutsch auch erscheinen. Das ist aber eine Presseversion, von daher ist die nicht gleich der Release-Version. Es gibt auch noch ein paar Sachen, die noch gepolished werden. So fehlen anscheinend noch den ein oder anderen Sound, obwohl ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass es da irgendwelche akustischen Lücken gibt. Beim Strategiekartenmodus gibt es wohl noch die ein oder andere Ungereimheit, aber auch da konnte ich bis jetzt noch nichts entdecken. Aber falls ihr sowas seht, bedenkt bitte einfach, das ist eine Presseversion. So, wir spielen natürlich Polen 1939 und ich würde sagen, wir greifen im Norden bei Danzig, obwohl ich glaube, es ist ein bisschen weiter südlich von Danzig, genau. Hier hatte Deutschland ja eine Einkesselbewegung gemacht, einen großen Umfassungsangriff, um hier diesen Frontvorsprung hier zu umfassen und die polnischen Kräfte, die hier waren, eben einzukesseln hier. Die Flanke wurde dann nur gehalten. Ich glaube, es waren sogar nur irgendwelche Sicherungsdivisionen oder so, die das teilweise gehalten haben, also noch nicht mal Frontdivisionen. Okay, dann akzeptieren wir mal und dann geht's auch los. Ah ja, müssen erstmal hier einen Offizier uns machen. Mach ich mal Bastian. Und, so, what do you consider your strength? What do you consider your weaknesses? Ja, unsere Stärken, unsere Schwächen. Wir sind natürlich ein Panzergeneral, das kostet uns zwei was auch immer. Wir haben zwei was auch immer zu verteilen. Das Mikro mal ein bisschen näher an meinen Mund machen, so. Panzergeneral less slots cost. Das heißt, wir können eine größere Panzerarmee aufbauen. Liberator, 50% Prestige, ne. Map around all primary objects is permanently revealed. Master of Blitzkrieg. All tanks get plus one movement points and cross minor rivers easier. Das klingt gar nicht schlecht. Battle Academy. Ah ja. 25% XP Boost. Auxiliary Force gets additional auxiliary slots in every battle equal to 50% from available core slots. Was sind denn Auxiliary Slots? Werden wir noch erfahren. Ich habe nur das Tutorial so ein bisschen gemacht und spiel das so teilweise blind. Gets two more captured equipment. Kann man Equipment auch capturen? Das ist ja geil. Also. All units gets plus four, plus three. Das ist geil. Das machen wir. Kostet einen Punkt. Und ich würde. Nee, warte mal. Wir machen mal Panzergeneral. Und dafür mache ich hier French Slock. Each attack deals one point less damage. Enemy Entrenchments. Das mache ich mal. Und dafür machen wir dann auch noch. Da haben wir nämlich nochmal zwei Punkte. Machen wir Deep Recon und Operational Initiative. Ja. Da sind wir ein echter. Oh, Moment, das Foto. Gucken wir mal bei jemandem. Ah, den kenne ich. Ist das von Bock? Wer weiß es? Wer kennt die Namen hier?
Das ist, glaube ich, Feder von Bock. Oha. Das ist, wenn ich es richtig erkenne, Major Rema. Der hat auch immer so macho-mäßig die Mütze so schief aufgesetzt. Ein junger General. Leutnant wahrscheinlich. Also ein Generalleutnant, jetzt kein Leutnant, sondern ein Generalleutnant. Mir auch nichts. Sagt mir auch nichts. Wer kennt da jemanden? Der darf es gerne posten. Würde mich mal interessieren. Wer kennt diesen Mann? Wir nehmen Major Rema. Der hat einfach die Mütze immer so schneidig auf. Auch wenn es ein fieser Nazi war, ne? My telephone call with High Command just finished. Now that the invasion of Poland is imminent, we need to discuss your role in Operation Fall Weiss. During these briefings, I will be your primary link to the directives coming from High Command. While my time on the battlefield may be long past, I can still offer you important insights alongside your orders. Now then, on to the business at hand. So, das sind unsere Ziele. We're deploying your new Panzer Corps to Jastrow to combine with elements of Kluge's 4th Army. Your immediate objective is to cut the Danzig corridor by advancing to the Vistula River. Our move to link Germany and East Prussia is an obvious one that our enemy will surely predict. But I expect the speed of your advance to take them by surprise, allowing you to intercept their forces before they reach more defensible positions. To fully take control of the corridor, these two major crossings on the Vistula must be occupied. If you seize the opportunity, crossing the Vistula here in a flanking maneuver could make taking your objectives much easier. Good luck on your first combat operation, Herr General. I would hate for it to be your last. Okay, so, dann werden wir mal auf unseren Schlachtplan seppen. So, das sind neue technische Tools, die hier erstmalig auf B-Seiten Gaming zum Einsatz kommen. Und zwar ist das hier in Verbindung mit meinem iPad. Also wir gucken uns gerade mal an, was wir hier an Truppen haben. Wir haben hier zweimal Panzer 2 und zweimal Panzer 1, wenn ich das jetzt richtig sehe, werden wir gleich nochmal überprüfen. Dann haben wir hier zwei Jagdmaschinen, Bf 109 und zwar die E-Serie, die wie Emil wohlgemerkt. Dann haben wir hier ein Aufklärungsfahrzeug, zwei Artilleriestellungen, einmal Pioniere, zweimal Infanterie. So, das ist der Plan, den ich mir überlegt habe. Ich kann das jetzt aber im Detail nochmal kurz besprechen. Und zwar gilt es zunächst einmal, diese Einheit hier einzukesseln. Und zwar, warum ist es jetzt ein bisschen dunkler? So. Und zwar übernimmt das hier dieser Panzer 1. Der soll den umfahren. Jetzt ist das Lieder, das gefällt mir auch nicht. Entschuldigt bitte, ich muss das. Das ist so ein bisschen Übungsgedöns quasi. Warte mal. Für das Sharkov-Let's Play gleichzeitig. So. Also den kesseln wir. Jetzt haben wir die richtige Farbe. So, und dann gehst du hier außen rum und so. Der greift hier an, um den auszuschalten. Die beiden hier rücken dann weiter vor. Wir müssen natürlich aufklären. Wir haben natürlich hier keine Ahnung, was uns hier erwartet, ne? Ups, nee, das geht nicht. Mit zwei Fingern drauf, sonst kann ich das nicht verstehen. So, dann im Süden, das wird ganz interessant. Was ist hier? Ich vermute einfach hier Verteidigungsstellung. Wahrscheinlich Infanterie hier. Hier haben wir ein Flugfeld, was wichtig ist. So, ne? Das heißt, wir müssen mit starker Infanterie, da würde ich ganz gerne hier die Pioniere nehmen, dass die hier Stellung beziehen und diese Ortschaft hier angreifen. Des Weiteren haben wir hier ein Aufklärungsfahrzeug. Das wird hierhin vorstoßen, in dieses Gebiet hier und hier aufklären. Und soll dann aber die Ortschaft hier umgehen
und hier runter das Flugfeld besetzen. Ich mach das mal. Mach das mal wieder weg. Einfach damit das nicht so unübersichtlich wird, ja. Oh, ich glaube, es reicht, wenn wir das so einzeichnen. Und dieses Flugfeld besetzen, wenn das nicht besetzt ist, das wissen wir natürlich nicht. Das heißt, Aufklärung ist hier erstmal key. Dazu werden wir uns gleich noch eine Anschaffung machen. Der Scout hier unten, der wird das hier unten übernehmen. Wir haben halt auch wenig Infanterie. Müssen wir gleich mal gucken, was wir da noch einkaufen können. Und die beiden Panzer stoßen auf diese Achse hier vorne. Hier, diese Achse. Ups. Bin noch ein bisschen ungeübt. Und dann schauen wir mal, wie das ja dann im weiteren Verlauf dann so verlaufen wird. Das ist jetzt erstmal der Plan. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Game. Lasst mir gerne ein Feedback da, was ihr von dieser Art der Präsentation haltet. Das dient letzten Endes dann dazu, um hier meinen Sharkov-Let's Play zu realisieren. Und ich musste einfach auch noch ein bisschen Erfahrungen mitsammeln und so. Ich wusste gar nicht, ob das überhaupt gut funktioniert und habe mir einfach mal eine Video-Capture-Karte auf Verdacht gekauft. Ne? Ah ja, das ist hier unser Recon jetzt, ne, was wir haben. Das ist, sehr gut, sehr gut. Das ist ein cooler Skill, den wir da haben. Ah ja, da wissen wir ja schon mal, was hier ist. Ne Pack. Ja, ich hatte den Screenshot, den hatte ich mit einem anderen Game halt aufgenommen. Ich hatte mich mal einmal das gestartet, um eben den Screenshot hier zu machen. So, dann haben wir hier Pack, Artillerie, entschuldigt bitte. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Das ist eine 7,5 cm Hauptbitze. Haben wir einen Soft Attack von 12. Was kannst du mir bieten? Uh, 16, es war mir klar, das ist nämlich die Feldhaubitze 18. Ein gutes Geschütz, ein modernes Geschütz, ne? Das ist ein bisschen älteres Geschütz hier. So, und da haben wir, wie ich sagte, das müsste ein Panzer 1 sein, ne? Genau, 1B. Also haben wir zwei Panzerspitzen sozusagen. Und die würde ich dann einfach hier aufteilen, ne? Und dann brauchen wir ein bisschen Aufklärung. Wir haben zwei Punkte. Wir könnten jetzt entweder ein zweites Recon-Fahrzeug. Das hat den Vorteil, dass wir gegen Jagdflugzeuge ein bisschen sicherer sind. Auf der anderen Seite erwarte ich hier, dass wir sehr schnell hier die Luftüberlegenheit erkämpfen. Also könnte man einen Fieseler Storch kaufen, da würden wir aber einen Punkt hier verschwenden. Gefällt mir nicht so gut. Wir haben auch genug Geld, wo wir dann natürlich für Reserven das natürlich investieren müssen, ne? Vergleich das mal mit einem Fieseler Storch. Hoch. So. Nee. Kann man nicht vergleichen. Wenn ich hier umseppe, dann na, das ist ja blöd. Okay. Was hat der für eine Reichweite? Movement 8. Movement 13, ne? Gehen wir nochmal auf die Karte. 2, 4, 6. Ja, das ist eigentlich ausreichend. Da ist ein Flugfeld. Wir greifen direkt mal mit den Jägern hier das Flugfeld an. Entschuldigt bitte, ich glaube, wir kaufen einen Fieseler Storch. Haben wir einfach einen besseren Überblick. Ne, der kann einfach super weit gucken. So, wir fliegen jetzt hier mit der 109 mal an das Flugfeld ran. Okay.
außerhalb unserer Range. Kann der? Ne, das ist ja nicht der Fieseler Storch. Ja, der Fieseler Storch kann jetzt halt noch nicht eingesetzt werden. So, Pioniere. Wir rücken hier erstmal mit der Infanterie ran. Können wir den nicht upgraden hier? Heroes of History. Aha, aha. Ah, das ist ja auch geil. Ach, geil, okay. Camouflage. Ach, geil. Nice, das gefällt mir gut. Blue Summer Default. Ah ja, da kann man nämlich dann, da kann man sich das gut strukturieren, ne? Das finde ich gut. Gefällt mir sehr gut. Na? Gerade gejuckelt. Ah, okay, dann müssen wir doch mit dem den Umfassungsbewegung machen, alles klar. Jetzt eingeschlossen? Nee, ne? Uncycled jetzt, Hier müssen wir vermutlich auch noch eine Verteidigungsstellung. Nein, 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 nein. Ach, bestimmt. Kann man das zurücknehmen? Andu? Ah ja. Flieg mal hier hin. Nö. Mach ich Andu? Lol. Das ist ja nicht so schön mit dem Andu. Das gefällt mir nicht so gut. Kann man, glaube ich, in den Optionen noch ausstellen. Das geht jetzt nicht mehr. Also machen wir Hausregel, ich mache kein Andu, außer ich verklick mich. Aber sowas, was ich jetzt eben gemacht habe, ist ja Cheaten. Ist nicht schön. Hallo? So. Achso, ich muss links klicken. Ja. So, haben wir 2 Damage gemacht. Dann haben wir jetzt hier die... Immer rechtsklicken, vorsichtshalber, ne? Aber hier hin. Sehr weit hinten, ne? Dass die Aufklärungseinheiten dann so weit hinten sitzen, ist ja auch blöd. So, vorwärts Marsch. Auf Feuer frei. Und wir fliegen halt hier Jagdschutz. Halt weit weg. Also ich gehe doch mal jetzt mal davon aus, dass hier keine Flugzeuge vorhanden sind. Höchstens Langstreckenbomber, ne? Also hier haben wir nichts. Also mit Jagdmaschinen kann der mir ja nicht dumm kommen. Also eher Langstreckenbomber. Dann machen wir hier Begleitschutz für die Panzer und den Fieseler Storch. Infanterie. Kann die aufsitzen? Nein, nein, kann sie nicht. So, warte mal. Der Panzer muss hier erstmal rein. Artillerie feuert zuerst. Zack. Nice Attack mal 2. Das ist jetzt schon aktiviert dann auch. Da muss ich jetzt noch irgendwas machen. Oder muss ich irgendwie dann noch mehr anklicken? Das weiß ich jetzt normalerweise nicht. Sah gerade nicht so aus, ne? Als wenn wir hier Overrun. Sehr schön. Overrun bedeutet, wir können jetzt noch ein weiteres Mal ziehen. Oder auch nicht, weil er keinen Sprit mehr hat. Genau, nee.
Bitte mal, oder? Er hat doch aber hier noch Bewegungspunkte. Was ist denn das Problem? Der auch. Oder hat er dann die maximale Zahl an Feldern gezogen und muss you feel in order to move and each movement point spent. Also, das ist, kommt glaube ich erst zum Tragen, wenn wir eingeschlossen sind oder so. Ah ja, die Bomber, da sind sie. So. Da sind die Bomber. Zack. Und dann können wir den ja hoffentlich mit dem nächsten killen. Oh, einen hat er noch. Scheiße. Blöd. Kann ich... Dämlich, ne? Kannst ja mit der Stuka gar nicht... Setzen wir die Stuka da unten ein hier gegen die leichten Aufklärungsfahrzeuge. Dann marschieren die hier ein und unsere Aufklärungseinheit kann weiter vorrücken. Ich glaube, wir... Ah, jetzt können wir unseren Fieseler Storch auch einsetzen. Huch, nee, das wollte ich nicht. Nee. So, jetzt... Oder? Nee, hä? Der Fieseler Storch. Feuert? Wie wähle ich den an? Leute, ich will jetzt den Fieseler Storch haben. Weiß nicht, ist das... Nein. Ist ein bisschen crappy jetzt gerade, ne? So, jetzt habe ich ihn. Nee, habe ich nicht. Das ist ja sehr beknackt. Kann man jetzt nicht erst die Artillerie hier wegbewegen? Bäh. Dann wählt er den Panzer an. Seht's nicht ein, ne? Jetzt hier irgendwie die Artillerie erst wegzubewegen. Keine Ahnung. Jetzt! Nee, ist wieder der scheiß Panzer. Na gut, dann fahren wir mit dem Panzer jetzt. Und zwar macht der hier wieder die... So. Ist halt super nervig jetzt. Also es gefällt mir nicht gut. Mein Gott. Also das gefällt mir nicht. Ich hätte gern erst meine Aufklärungseinheit gezogen, Leute. So, vier Felder kann er, dann fliegen wir hier hin. Nice. Ja, das war ein guter Kauf. Das war ein guter Kauf. So, die können jetzt natürlich nicht schießen. Was muss ich denn... Muss ich irgendwie hier für den Mars... Das hätte ich bei der Mars Effect gesagt. Für den Mars Attack irgendwas drücken? Ich habe nicht das Gefühl, dass das mitzählt, ne? Weil sonst würde der irgendwie mitschießen oder so. Ach, krass. Üblen Schaden gemacht, haben wir uns natürlich ein bisschen verzettelt, Ach, mit denen hatte ich, glaube ich, letzte Runde nicht angegriffen, ne? Warum sagt er denn nichts?
So, fahren wir hier hin. Dann besetzen wir, ich fahre jetzt doch oben rum. Einfach weil ich hier das vermeiden will, dass die Pack hier mein Fahrzeug beschießen kann. So, und dann brauchen wir natürlich noch Infanterie hier hinten. Dann dafür auf jeden Fall natürlich auch, um hier über die Brücke zu gehen. Wir haben halt echt wenig Infanterie, ne? Time Limit 15, ja, das sollten wir ja schaffen. Der muss dann aber abdrehen jetzt hier Richtung Süden. Das müssen die beiden erledigen. Okay, dann sind wir durch. Ach, kommt der nach Hause, ne? Oh, encycled. Nicht gut. Verstärken. So, dann unterstützen wir den jetzt hier. So. Ja, auch Feuer. Die olle Packstellung hält einen ganz schön auf. Jetzt zieht sie sich wenigstens zurück. So, die Kanone hat schon geschossen hier. Nee, der ist ja schon kaputt. Brauchen wir denn, wie weit, was hat die Stuka denn für eine Range hier? Naja, wir müssen das Flugfeld besetzen. Minus 2. Aufpassen, dass die das nicht besetzen hier. Da habe ich ja ein bisschen Scheiße gebaut. Habe ich Mist gemacht, ne? Da habe ich Mist gemacht. Jagdmaschinen mal einsetzen jetzt hier. Keine Jagdmaschine, ist ein fieser Storch. Das ist so. Jetzt eh nicht hin. Komm. Plan über den Haufen geworfen. Wenn die hier in diese Ortschaft reingehen, haben wir ein Problem, ne? Die dann da besser verteidigen können.
War gar nicht so schlecht. So, da sind die down. Jetzt haben wir hier noch die Stuka. Können wir den kaputt machen? Ja, machen wir auch. So. Coole Mucke, finde ich. Bringen wir die Artillerie in Stellung. Ebenso diese. Ah ja, schön mit, die ist bespannt. Sehr gut. So, dann gehen wir jetzt hier Richtung Flugfeld. Dieser Storch lädt für uns wieder auf. Wer kann eine Überraschung überleben, erleben. Eine Überraschung überleben. So, was wir auf jeden Fall überlebt haben, ist die erste Folge. Wir machen jetzt hier einen Schnitt. Ich hoffe, dir gefällt dieses Projekt. Schreibt mir natürlich eure Gedanken, eure Ideen zu diesem Spiel in die Kommentare. Habt ihr früher auch Panzergeneral gespielt oder nicht? Ist das ein völlig neues Spielkonzept? Wie auch immer, würde mich sehr interessieren. Was sagt ihr zu meinen grafisch aufbereiteten Schlachtplänen, auch wenn ich hier jetzt stark davon abgewichen bin? Aber so in die Richtung soll es dann irgendwie bei Charkov der letzte Sieg gehen. Ich hoffe mal, ich kann das noch ein bisschen verfeinern, meine Technik. In diesem Sinne, vielen Dank und ich hoffe, du schaltest nächste Folge wieder ein. Ich bin der Basti, ich bin hier raus. Ciao, ciao.